gehen, wenn der Sch Machi! Auch den Geist aufgegeben, hier der Kollege. Speichern wir mal kurz. Ich werde gleich wieder bewältigt, wenn man den Sprung, wo der meint, weiß ich woher zu kommen. Aber auch hier hoch, das ist schon mal nicht schlecht. Von hier oben sieht natürlich ganz nett aus mit dem Sniper. Wo uns wahrscheinlich gleich einfach mal die Munition ausgehen wird. Down. Vielleicht sollten wir dir nochmal eine Granate schenken, Jungs. Haben wir gar nichts. Wie, wir haben keine Granaten mehr. Tatsächlich, keine Granaten mehr. Das ist schlecht. Zumindest mittelgut. Drin, was ist denn da? Das sieht ja so aus, als wäre was drin. Oh nicht. Oh nicht. Ja, ne? So, Kollegen, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben definitiv ein bisschen Rückendeckung. Wieder hier hochkriechen. Von hier oben hat man auf jeden Fall ganz gute Übersicht, würde ich sagen, an für sich zumindest. Boah, was ist denn da los? Ey, bescheuert, wie viele Banditen haben die denn hier eingebaut? Boah, hier mal richtig viel zu tun, ne? Schon Schiss, dass mir gleich die Munition ausgeht hier. Wir müssen einfach näher rangehen, weil die Waffe ist jetzt eh leer. Haben wir noch irgendeine Alternative? Haben wir in das Ding nehmen. Kleinkaliber Bullshit. Nicht so noch nicht effizient, aber wir haben Munition für. So, also auf einen Schuss umstellen. Mal speichern, bevor wir rausgehen jetzt. Belohnung kassieren. Ja. Also scheinbar. Und hier wird umfallen und wir können jetzt eine Belohnung kassieren von irgendjemandem. Von wem auch immer. So einen hier. Nicht, aber den können wir jetzt einen Kacke verkaufen. Brauchen wir den überhaupt? Über die billigen verkaufen. Zurück. Ja, da, da. Gut, so. So, Notfall. Reserve nehme ich die Schrotflinte nochmal mit. Wann kriegen wir jetzt eine Belohnung? Scheinbar auch so eine Mission, die eingefügt wurde durch den Mod. Genauso wie dieses Gitarrenlied. Das gab es vorher auch nicht. Bla bla bla, eine Belohnung. Wo kriege ich jetzt meine Belohnung? Ja, yeah, Jungs. Kriege ich überhaupt eine Belohnung? Ach, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier meine Kackbelohnung herkriege. Wenn mir nur einfällt, ich gucke mal auf die Karte, ob ich da was sehe. So. Nee, ich sehe keine.
Los, bla, gibt's nicht. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier gab es auf dem ganzen Gelände nicht mal wirklich was abzugreifen. Das war alles hier wie geleckt, sag ich mal. Jetzt habe ich doch nicht echt alle Banditen schon ausgelöscht, oder? Das kann doch nicht sein, aber nur Tausende. Also die alle verblutet, weil ich die angeschossen habe. Eine Runde looten, dann muss ich wahrscheinlich gleich sowieso nochmal zurück in den Kack verkaufen. Also, jetzt sag ich also noch welche. Komm her, Schätze, schön weggehurt. Wo ist denn noch einer? Looten, dann haben wir auch wieder Monetisation. Oh, das ist ja schon seinen toten Kollegen, ne? Da! Yep. Geht doch. Safe. Ist leer. Finde schon mal den mal mit der Knarre, würde ich sagen. Verband reinziehen. Medipack reinziehen, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt für eine andere. Nehmen wir mal das Jetskin, aber jetzt auch wieder ein bisschen Munition für. Und dann wird weiter gelootet, würde ich sagen. Artefakt liegt ja auch noch doof rum. Looten. 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 Den nehmen wir natürlich auch mit, den Kollegen. Offenbar unten nicht aufgeräumt, würde ich sagen. Jetzt sind wir schon überladen, das ist hart. Wie viel sind wir denn überladen? Ach, nur so ein bisschen. Fressen wir eben kurz, dann können wir schon mal zurücklaufen, jetzt einen Kack verkaufen. Wahrscheinlich eh nichts wert, aber wir machen halt jetzt einfach mal, wir sind mal jetzt hier ein Businessman. Nehmen einfach alles mit, was wir verkriegen können. Kaufen den Jungs hier vielleicht nochmal ihre Medipacks und so ab, weil Agroprom war ziemlich heavy, von wegen, der geht direkt ein dicker Fight ab und da könnte man direkt nochmal die Medipacks und die Packs natürlich gebrauchen. So, den Medipack kaufen wir dir ab, Freunde, und das kannst du hier. Kannst du uns abkaufen. Strahlung, Bullshit, da braucht man nicht alles. So, da haben wir auch definitiv ein bisschen zu viel von. Der Munition, das ist 19, 18 mm, braucht man nicht so viel von, das ist also die Pistolenmunition, die normale. Den Kack brauchen wir auch nicht. Oh, jetzt sind wir schon über ein Limit, das ist doof. Das nehmen wir zurück, dann nehmen wir direkt mal den nächsten. Gucken, ob der noch Kohle hat, um uns den ganzen Scheiß abzukaufen. Was kann ich, ach so, hier, guck mal da. Viel Ärger finden, ja, das wissen wir schon. Ich weiß, östlich liegt ein kleiner Wald, ja, dort gibt es nichts Interessantes. Voller Hunde, ja, das haben wir auch schon gesehen. Für welcher Posten wirst du vermutlich schon wissen, ja. Also, gut. Dann verticken wir die ganzen Müll hier. Jetzt davon ab. Verticken wir die. Tata, tata. So, Munition hat man alles schon vertickt. Dafür brauchen wir sicherlich auch nicht so viel Munition. Da können wir nicht alles von verticken. Jo, dann haben wir eigentlich schon wieder alles vertickt, oder? Ja. Ach, das ist so ein armer Schlucker, der Typ. Da müssen wir einen anderen nehmen. Der Kohle. Der hat Kohle. An den können wir diesen Scheiß jetzt auch wirklich verticken. So. Die Kacke können wir auch noch nicht verdicken und das Artefakt hier, ne? So, zack, oh, schon richtig reich, schon fast 50.000, ne? Wenn wir nächstes Mal ein Wächterlager sind, dann können wir uns erstmal schön Exoskelett holen, wenn das da gerade ein Angebot gibt. Dann können wir auch mehr tragen,
und sind quasi unzertötbar, weil wegen dickes Rüstungsmoped. So. Haben die schon alle leer jetzt hier? Die hatten wir. Na gut. Da oben. Hier waren irgendwelche Anomalien drin. Feuerdinger, oder? Ne. Hab ich noch eine Leiche? Mal schauen, kommen wir da irgendwie dran. Die wollen wir gleich looten. Dementsprechend völlig uninteressant, überhaupt irgendwie rumzukrüppeln. Oben ist da auch noch jemand liegen. In den scheiß Büschen hat er sich verschanzt. Wo ist er denn? So, ne, da weiter hinten. Hier. Was? Das ist scheinbar doch der da unten liegt, okay. Egal. Dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal auf den Weg zum Alkoprom. Die haben ja auch nichts mehr, nö. Der nicht nur ein Artefakt, dann immer noch mit. Schluck. Jo, da muss ich natürlich kurz mal wieder die Aufnahme unterbrechen, weil ein neues Level geladen wird. Aber das kennt er mittlerweile ja schon. Also bis gleich. So, jetzt ist das hier schon Agroprom, ich weiß es gar nicht. Müllhalde, ja, das ist hier Agroprom Forschungsinstitut. Ja, da sind wir doch genau richtig, oder? Wurden wir jetzt hier schon angegriffen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, hier waren... Ne, genau. Hier müssen uns jetzt